Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zu The Raven. In der letzten Folge standen wir hier vor dieser Tür und 362 hat nicht funktioniert. Und ich schaue mir mal den Plan. Kann ich mir den Plan anschauen? Der Geheimplan des Museums zeigt einen Keller unter der Schatzkammer, der über zwei Zugänge erreicht werden kann. Ein Zugang befindet sich in der Haupthalle hinter einer Statue an der Wand. Der zweite ist über das Dach und eine Dachkammer zu erreichen. Genau, da wollen wir ja rein. Der Geheimplan. Ja, der ja, zweite. Ja. Einmal ins Notizbuch schauen. Das müsste eigentlich hier drin stehen. Auf dem Grundriss ist eine Notiz neben dem Dachvermerk. Vielleicht komme ich so ins Museum. Hinweis. Ich habe die Zahlen daneben. Ja, wie waren die Zahlen? In der arabischen Welt liest man von rechts nach links. Ah! Also aus 362 wird 263. Aha! 263. Seltsam. Vielleicht stimmt die Reihenfolge nicht. Es war doch 362, oder nicht? 6, 2, aha. 3. Hm. Ich würde es auch gerne nochmal sehen. Das ist das Dreieck, das auch auf dem Plan verzeichnet ist. Daneben wurden die Zahlen 3, 6 und 2 notiert. Alles andere auf dem Plan kann ich nicht lesen. Dann wäre das 2... 6, 3. Hä? Zwei, drei, sechs. Ach. Na also, wer immer die Ziffer notiert hat, hat sie von rechts nach links geschrieben. Ist ja auch logisch. Hierzulande liest man von rechts nach links. Na, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so richtig war. Also, ob ich das jetzt die ganze Zeit falsch gedacht habe und gemacht habe. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber naja. Ein bisschen rumprobieren gehört ja auch dazu. Ach, hier sind wir, schau an. Ich erinnere mich. Im Museum wäre ich damit. So halbwegs. Ich erinnere mich. Hier haben wir Inch überführt oder gefunden, entdeckt. Eine Lampe. Mysteriös. Die Stromkabel sehen aus, als seien sie nur provisorisch verlegt worden. Vermutlich wurde heimlich die Stromversorgung des Museums angezapft. Ja. Vielleicht funktioniert die Glühbirne sogar noch, aber hier ist es hell genug. Okay. Durch die Löcher im Dach kommt genug Licht. Ich muss die Lampe nicht einschalten. Sicher? Vielleicht funktioniert... Okay. Altes technisches Equipment. Inch sagte etwas vom Untergrund, der während des Krieges hier aus dem Museum operiert hat. Könnten die Überreste einer Funkanlage sein? Ja, sieht so aus. Hoch über der Stadt war das sicher ein optimaler Platz dafür. Können wir aber nicht benutzen. Schade. Okay, haben wir sonst noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Dann schauen wir uns mal die Luke an. Können wir denn jetzt einfach runter? Das wäre zu einfach. Laut Plan führen Treppen vom Dachboden bis hinunter in den Geheimkeller. Warum gehst du denn nicht näher ran? Von hier hinten betrachtet er die Luke. So aus 2 Meter Sicherheitsabstand. So, wo kommen wir jetzt raus? Ach ja, ich erinnere mich. Stockdunkel hier. Da ist ein Lichtschalter. Errungenschaft freigeschaltet, Forscher. Yay. Was auch immer das heißt. Hier ist was. Ich glaube, das ist... Nichts. Ah. Hier ist was. Nichts. Nein. Oder kann ich die Lampe jetzt mitnehmen? Das ist doch bestimmt... Hier oben brauche ich kein künstliches Licht, aber im Keller wäre es sehr nützlich. Ganz genau. Deshalb nimm sie mit. Es ergibt keinen Sinn, nur die Glühbirne mitzunehmen. Im Keller habe ich keine Fassung für sie gesehen. Ach so. Dann nimm die ganze Fassung mit. Das kann ich nicht. Okay, wir müssen... Was? Wir müssen also noch irgendwie... Was? Rolle? Rolle? Trag die Rolle? Ach, die Rolle. Das ist Dachpappe, glaube ich. Vielleicht sollten damit die zahlreichen Löcher im Dach geschlossen werden. Eine große und schwere Rolle mit rauer Dachpappe. Vermutlich wurde sie vor Jahrzehnten dorthin gelegt und dann vergessen. Mhm. Eine gro... Dachpappe. Da wüsste ich jetzt gar nicht, was man damit, außer Löcher im Dach zu stopfen, was man mit Dachpappe anfangen könnte. Okay, wir müssen also auf der Suche nach einer Fassung gehen. Wir sind völlig aus der Fassung geraten, sozusagen.
Aber hier können wir scheinbar nirgendwo hin. Können wir nicht aus dem Bildschirm hier raus? Hallo? Ah, vielleicht können wir ja mit dem Messer das abschneiden. Dann haben wir es auch mit der Fassung. Ja, schneide das Kabel durch. Ganz genau, das war meine Idee. Haha. Und ich schwöre bei Gott oder bei wem auch immer, dass ich das nicht in der Komplettlösung gelesen habe. Ich sag euch Bescheid, wenn ich wieder die Komplettlösung nutze. Keine Sorge. Ich bin da ganz offen. Aber das ist wirklich immer der allerletzte Ausweg. Warum haben wir eigentlich keine Musik? Das ist ja schade. Adil, mach doch mal Musik. So. Da oben hängt auch das Kabel. Wenn wir jetzt hier die Lampe. Oder können wir hier auch nochmal das Kabel durchschneiden? Nein. Hier ist was. Ich glaube, das ist nichts. Man müsste halt irgendwo sehen, wo dieses Kabel. Ach, da hinten. Da geht das Kabel hin. Ich wollte gerade sagen, da Die geht's Lampe lang. wurde abgeschraubt. Man kann auch die Löcher sehen, die die Schrauben hinterlassen haben. Das Kabel wurde sauber durchgeschnitten. Na, ist ja gut. Kannst du das dann hier dran Ich könnte bröckeln? die Kabel miteinander verbinden, doch dafür muss die Isolierung sowohl bei dem Kabel an der Wand als auch bei dem an der Lampe entfernt sein. Sag das doch nicht einem Fast-Elektriker wie mir. So, Isolierung Ich müsste mit wegmachen. dem Messer einen Teil der Kabelisolierung entfernen können. Ja, sollte nicht so schwer sein. Lampe mit blanken Kabeln. Jetzt hier das Kabel auch noch blank machen. Und dann die einfach ein bisschen verdrahten. Ach, das hängt da. Ich dachte, das liegt an der Wand an. In Ordnung. Plus und Minus liegen frei. Ja, gut. Dann dran damit. Wird das ein Minigame, wo ich Plus und Minus In Ordnung. zusammendröseln Ich muss? verdrehe die Adern des Lampenkabels mit den Adern des Stromkabels. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt Licht anmachen. Es werde Licht. Wahrscheinlich brennt die jetzt durch. Oder gar nichts passiert. Verdammt. Hä? Irgendwas stimmt mit der Lampe nicht. Was stimmt denn mit der Lampe nicht? Lampe, was stimmt nicht mit dir? Was ist nur falsch mit Ich dir, vermute, dass Lampe? der Kontakt nicht sauber ist. Dann. Ja, tatsächlich. Der untere Kontakt ist mit einer Rostschicht überzogen. Der Strom Ah. kann nicht sauber fließen und früher oder später geht die Birne kaputt, wenn ich nichts unternehme. Aber wir haben eine raue Dachpappe oben. Dann können wir das so ein bisschen blank schmögeln. Ja, Glühbirne. Benutze Glühbirne mit der Dachpappe. Die Glühbirne mit der Dachpappe natürlich. Stand auch da. Vielleicht kann ich. Ein bisschen schmögeln. Das sollte doch gehen. Ganz geräuschlos. Tatsächlich, ich kann den Rost mit Hilfe der rauen Oberfläche abschmirgeln. Doch nicht ganz geräuschlos. Ein paar leise Geräusche macht er Das muss beim reichen. Schmögeln. So, dann runter. Ich fürchte, wir nähern uns sehr bald dem Ende. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das aussehen wird. So, jetzt nochmal Glühbirne in die Fassung schrauben. Auf ein neues. Ja. Obwohl aller guten Dinge ja drei sind, probieren wir es jetzt nach dem zweiten Mal schon. Es werde Licht. Passiert ja immer noch nichts. Nur Na Ladenbild. also. Ah. Super. Betrachte den Wäre Tisch. da nicht der Staub? Man könnte glauben, dort hätte vor ein paar Minuten noch jemand gesessen. Was dieser Raum wohl für Geschichten erzählen könnte, von Verzweiflung, Wut. Triumph. Aber Räume können ja meistens nicht sprechen. Betrachte den Mechanismus. Ach, das ist jetzt hinter der Imhotep-Statue oder hinter dieser anderen Statue. Ist das der Imhotep? Ich weiß es nicht. Laut Plan soll genau an dieser Stelle eine Geheimtür zur großen Halle führen. Das hier dürfte dann der Schließmechanismus sein. Ja, gut, dann. Jetzt ganz vorsichtig, damit mich niemand außer Inch zu Gesicht bekommt. Was machst du denn hier? Was, wenn Inch dich sieht? Oh. Nein. Tut mir leid, er hat mich erwischt.
Oh, wow. Du und deine kleine Freundin. Ihr dachtet also, ihr könntet mich hintergehen. Inch, nein! Ihr hättet es verdient, hier und jetzt zu sterben. Aber dann bekäme ich das Auge nicht. Tun Sie ihr nichts. Bitte. Wir werden sehen. Los, rauf da. Inch. Oh, die ist gefallen. Steh auf, Schatzi. Okay. Was jetzt? Und was jetzt? Sag ich ja. Oder frage ich ja. Kette sie an den Stuhl. Nein! Pat! Nein! Genug! Ihr habt nur eine Chance, lebend aus dieser Sache herauszukommen. Ihr tut, was ich euch sage. Fessle sie an den Stuhl. Ach, muss ich das jetzt tun? Ach so. Benutze die Handschellen mit. Versuche, Inch zu überwältigen und zu fesseln. Denk nicht einmal daran, irgendetwas zu versuchen. Du spielst mit ihrem Leben. Okay. Tun Sie ihr bitte nichts. Ich flehe Sie an. Die Handschellen! Sofort! Okay. Ich mach's ja. Er hat die Waffe. Komm, was Schatz. Ob das jetzt so ein Weingeräusch ist? Also ein Heul, ein Flenngeräusch mit so vielen Fs? Ich weiß ja nicht. Ich liebe dich. Oh. Schau sie dir an. Behalte das Bild gut im Kopf. Wenn du versuchst, mich reinzulegen, dann... Wie geht es weiter? Was ist der Plan? Dort in der Tasche befindet sich alles, was du brauchst. Das Auge wird jeden Augenblick angeliefert. Du seilst dich über das Dach in die Schatzkammer ab. Und das Alarmsystem der Vitrine? Der Alarm wird ausgelöst werden. Aber ich sorge dafür, dass nur das Sicherheitsschott der Schatzkammer geschlossen wird. Wie das? Das lass meine Sorge sein, genau wie die Wachen. Du hast ein paar Minuten Zeit, die Vitrine zu knacken und zurück aufs Dach zu klettern. Fluchtweg? Und sobald ich den Stein habe, was dann? Bis ich zurück auf dem Dach bin, dürfte das ganze Museum von Polizisten umstellt sein. Richtig. Eine Flucht aus dem Museum ist unmöglich. Das heißt, ich bleibe im Museum. In der Tasche unten im Keller sind Wasser und Lebensmittel für dich und deine Freundin. Ihr werdet euch schon einige Tage die Zeit vertreiben können. Die Polizei wird überall in der Stadt nach dem Auge suchen. Nur nicht im Museum. Und sobald das Museum wieder für Besucher geöffnet wird, spazieren Pat und ich durch die Geheimtür in die große Halle und von dort in die Freiheit. Ich werde jeden eurer Schritte beobachten lassen. Ihr übergebt den Stein und wir sehen einander nie wieder. Wie soll ich die Vitrine knacken? Wie kann ich die Vitrine knacken? Sie dürfte mit Panzerglas gesichert sein. In der Tasche findest du das große Sorglospaket für Einbrecher. Ein cleverer Junge wie du wird wissen, was er damit anstellen muss. Wird er uns denn laufen lassen? Wenn wir alles tun, was Sie von uns verlangen, werden Sie uns laufen lassen? Ich bin ein schlechter Verlierer, aber ein großzügiger Sieger. Okay. Wie ist er uns auf die Schliche gekommen? Wie sind Sie uns auf die Schliche gekommen? Durch Zufall, muss ich gestehen. Ich hatte nicht damit gerechnet. Hätte nicht gedacht, dass du monatelang Vertrauen aufbaust, nur um mich eines Tages hintergehen zu können. Ja. Wer die Augen der Sphinx stehlen will, muss geduldig sein. Eine Tugend, die der Jugend normalerweise abgeht. Es ist bedauerlich, dass wir nach dieser kleinen Episode getrennte Wege gehen müssen. Ich kann es kaum erwarten. Lass doch Patricia gehen. Lassen Sie Pat bitte gehen. Sie haben mich. Eine faszinierende junge Dame. Clever, geschickt, wunderschön. Was will sie mit einem wie dir? Bist du sicher, dass du nicht nur eine Figur in ihrem Spiel bist? Lassen Sie sie gehen. Sobald du mir das zweite Auge gebracht hast. Der Plan könnte funktionieren. Muss ich zugeben. Er wird funktionieren. Du wirst dafür sorgen. Oder sie wird die Konsequenzen tragen. Los geht's. Die Zeit drängt. Ich muss mich um die Wachen und die Alarmanlage kümmern. Mhm. Es wird alles gut werden. Ja. Ich weiß. Pass auf dich auf. Okay. Wenn du diese Tür ohne das Auge der Sphinx in der Tasche öffnest, werde ich erst schießen und dann fragen, was schiefgelaufen ist. Okay. Sie haben nicht vor, uns laufen zu lassen, oder? Ich brauche einen Sündenbock. Sonst wäre der Verräter schon lange tot. Er versteht es nicht, weil er nicht denkt wie Sie. Ihr habt euch mit dem Falschen angelegt und müsst nun die Konsequenzen tragen.
Das ist also ein Himmelfahrtskommando, wie man so schön sagt. Schauen wir mal, was das Lorglos-Paket für Einbrecher ist. Neue Identität vielleicht. Kletterausrüstung. Ah. Samt Seil. Ah. Ein Stoffbeutel. Ein Kaugummipäckchen? Warum verpackt Inch ein Kaugummipäckchen in einem Stoffbeutel? Hä? Das verstehe ich aber auch nicht. Eine Kletterausrüstung und eine Packung Kaugummis. Ich wage zu bezweifeln, dass ich allein damit den Einbruch durchziehen kann. Vermutlich ist mal wieder Improvisation angesagt. So, Seil betrachten. Ein gutes Seil. Und auch mehr als lang genug, um von hier in die Schatzkammer hinabzusteigen. Okay. Ich lasse es liegen, bis ich es brauche. Ach so. Das ist dieselbe Kletterausrüstung, die ich auch schon beim Einbruch in London getragen habe. Nur die Maske fehlt. Ob Inch sicher gehen will, dass mein hübsches Gesicht auf allen Überwachungskameras zu sehen ist? Die können wir schon mal anziehen, scheinbar. Schick. So, und jetzt seilen wir uns ab, oder nicht? Seilen wir einen ab. Ich kann die Schatzkammer sehen. Das ist gut. Es bewegen sich mehrere Leute da unten. Ich glaube, das Auge wird gerade geliefert. Ah, das ist doch, Dieses Fenster lässt sich öffnen. Vermutlich ist es der Zugang für Fensterputzer und die Haustechnik, wenn hier oben in der Kuppel etwas zu tun ist. Es gibt einen Mechanismus, der das Fenster öffnet, wenn man hier draußen kurbelt. Allerdings sehe ich da auch zwei Kontakte unten am Rahmen. Zwischen ihnen klemmt ein Metallstück, das am Fenster befestigt ist. Sobald man das Fenster öffnet, wird das Metallstück herausgezogen, der Stromkreis unterbrochen und Alarm ausgelöst. Ach außer so. Man hat vorher in der Wachstube Bescheid gesagt, was in meinem Fall aber wohl keine Option ist. Ich muss den Stromkreis überbrücken. Okay, haben wir denn noch irgendwas? Kaugummi, Stoff, ist ein Kaugummi. Nur noch ein Streifen. Warum auch immer wir jetzt ein Kaugummi essen. Ah, das Alupapier! Was ist das? Was denn? Wenn das nicht die teuerste Kaugummi-Werbeaktion aller Zeiten ist, wollte Inch, dass ich diesen Diamanten bekomme. Ah. Der ist sicherlich nicht als Belohnung für meine Mühen gemeint. Nee, damit können wir das Glas durchschneiden. Und dann haben wir das Kaugummi-Papier. Ja, super. So, Diamant. So. Ich dachte, wir können es einfach hier... Ah, da ist die Kurbel. Da kann man den Diamanten reinmachen. Bestimmt. Piu. Eine Kurbel. Mit so etwas kann man Fenster öffnen, die zu schwer sind, um sie mit der Hand zu bewegen. Du kommst hier hin. Okay, versuchen wir mal. Diamant in die Kurbel geht nicht. Kurbel mit Diamanten benutzen geht auch nicht. Nee, das Fenster öffnen? Nee, wir müssen erstmal mit dem Diamanten. Können wir den runtergehen? Mit dem Diamanten irgendwie das Fenster aufmachen und dann mit dem Kaugummipapier den Stromkreis überbrücken? Nein. Inch hat gesagt, alles, was ich brauche, ist in der Tasche. Okay. Ich glaube ihm. Er will den Stein. Bis er ihn in Händen hat, wird er nicht gegen mich arbeiten. Warte, können wir denn mit Kaugummi, mit Diamant, mit der Kurbel? Nee. Benutze die Kurbel mit dem Diamanten. Der Diamant ist nicht schlecht. Nicht lupenrein, aber ziemlich groß. Ob ich ihn als Stein für den Ehering benutzen kann? Erstmal musst du den... In der Tasche ist nichts mehr. Und sie selber werde ich wohl auch nicht brauchen. Jetzt haben wir nur Geheimtür, Seil. Können wir wieder durch die Geheimtür rein? Entschuldigung, Inch. Ich habe da so ein Problem. Es ist unmöglich, nicht an sie zu denken. Oh. Aber ich muss es versuchen. Ich habe eine Aufgabe vor mir. Und ich helfe weder ihr noch mir, wenn ich mit den Gedanken nicht bei der Sache bin. Das stimmt natürlich. Oder können wir das hier mit? Nee. Den Stoffbeutel? Nein. Den Stoffbeutel um den... Hallo? Stoffbeutel kann ich gar nicht benutzen. Oder was? Doch. Ach, da komme ich jetzt schon dran. Ach so. Wie soll das gehen? Ach so, die ja, Kontakte eben. Sind auf der Innenseite des Fensters. Da komme ich nicht dran. Ja, eben. Kann ich denn jetzt die Kurbel mit dem Diamanten benutzen? Den Diamanten mit dem Fenster benutzen? Hallo? Ich will den Diamanten benutzen! Was ist denn gerade hier das Problem? Diamant. Das kann ich aber nicht nutzen. Was sagt denn unser Helferbuch?
Hinweis. Vielleicht lässt sich der Kontakt irgendwie. Und dafür werden mir jetzt Punkte abgezogen, ja? Ich hab doch schon längst, ich weiß doch schon längst, dass ich das. Irgendwie muss ich an die Kontakte der Alarmanlage herankommen und den Stromkreis überbrücken. Erst dann kann ich das Fenster gefahrlos öffnen. Aber wie baue ich denn hier aus dem Diamanten? Wo muss ich den denn reinbauen? Schauen wir uns mal alle Dings hier an. Da, da, da. Was denn da? Wasserhahn. Hä? Vielleicht ist der Hahn dazu da, den Druck im Wassertank zu verringern, wenn es viel geregnet hat. Oder er ist einfach eine praktische Möglichkeit für die Fensterputzer, hier oben an frisches Wasser zu kommen. Wie hilft er mir weiter? Können wir den Stoffbeutel voll Wasser machen? Nein. Können wir den Diamanten nass machen? Nein. Dreh den Hahn auf. Wozu auch immer. Ach, dann dreht er auch wieder zu. Ach so, schön. Ich kann den auch nicht da drüber stülpen. Nee. Den Hahn aufdrehen. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Nutze die Kurbel mit dem Wasserhahn. Das Fenster will ich nicht öffnen. Kann man mit dem Armeemesser irgendwas tun? Was? Benutze das Messer mit dem Fenster? Hä? Was können wir denn da machen? Schade, dass es gerade keine Musik gibt. Es tut mir sehr leid. Ich werde keines der Fenster aus dem Rahmen schneiden können, aber dieses Fenster hat unten und an den Seiten eine Gummidichtung. Damit ist das Dach des Museums offiziell undicht. Undichtes Dach. Kann ich jetzt hier Wasser reinfüllen? Dann können wir den vielleicht auch mit Wasser überbrücken, die. Der lässt es einfach immer nur laufen. Ich kann nichts tun währenddessen. Schauen wir uns das undichte Fenster nochmal an. Also mit Wasser, wenn das salzhaltig ist, kann man da auch natürlich eine Ohne Sicherung überbrücken. Dichtungsgummi gibt es eine Lücke von 1, 2 Zentimetern Höhe unter dem Fenster. Gerade genug, um ein paar Finger hindurch zu quetschen. Ah. Kaugummipapier, überbrücke die Ja, Kontakte. eventuell könnte die Aluminiumfolie den Strom überbrücken. Stimmt. Ich habe schon mal Ach, verdammt eng. so Ich Alufolie in die kann die Steckdose Kontakte mit dem gesteckt. Streifen berühren, aber ich kann nicht. Ja, Mist. Ich habe den Streifen verloren. Nein! Allerdings hätte es so eh nicht funktioniert. Ich hätte das Papier durch den schmalen Spalt nie vernünftig an den Kontakten befestigen können. Ja, und jetzt? Kaugummi. Diamant. Oder machen wir es jetzt einfach Irgendwie auf? muss ich an die Kontakte der Alarmanlage herankommen. Ja, okay. Ich habe so viel wie möglich von der Dichtung herausgeschnitten. Größer bekomme ich die Lücke mit dem Messer nicht. Aber jetzt haben wir nichts mehr. Nichts mehr haben wir. Wir haben einfach nichts mehr. Was soll ich denn jetzt tun? Gibt es einen neuen Hinweis vielleicht? Nö. Ja, ist ja toll, dass wir jetzt unser Papier verloren haben. Ohne Papier geht doch eh gar nichts. Dann drehen wir einfach nochmal einen Wasserhahn auf. Ich weiß nicht, wozu wir den Wasserhahn aufdrehen sollen. Und ich weiß nicht, wieso er ihn immer direkt wieder ausmacht. Lass ihn doch mal laufen. Mein Gott. Stoffbeutel voller Wasser? Nee. Diamant voller Wasser? Nee. Taschenmesser voller Wasser auch nicht. Kaugummi voller Wasser auch nicht. Gehen wir nochmal hier alles ab. Beim Kaugummi können wir hier nichts tun. Mit dem Messer können wir nur das tun, was nicht funktioniert. Mit dem Stoffbeutel können wir nichts tun. Den Diamanten können wir auch nichts tun. Wir können also nichts mehr tun. Will er das Seil vielleicht jetzt nehmen? Ein gutes Seil und auch mehr. Ja. Ich lasse es liegen. Runter können wir nicht rein. Alles wird gut. Es wird nichts schief gehen. Wir werden aus dem Museum spazieren und wir werden heiraten. Oh. Ja. Hilft uns jetzt aber auch wenig. Oh, eine Plane. Ah, gar nicht gesehen. Was wird denn da drunter sein? Eine LKW-Plane, die irgendwas abdeckt. Aber was? Eimer,
Lappen, Abzieher, alles Utensilien für Fensterputzer. Vermutlich hatten sie keine Lust, ihre Ausrüstung ständig aufs Dach zu schleppen und haben sie deswegen hier deponiert. Ist natürlich clever. Und den Eimer können wir bestimmt gebrauchen. Die Abzieher kann ich nicht gebrauchen. Den Eimer? Auch eher nicht. Doch, den können wir. Aber hier, der kleine Lappen. Damit könnte ich vielleicht später Fingerabdrücke abwischen. Na gut. Und den Eimer wirklich nicht. Wollen wir den Lappen denn jetzt irgendwie, nass machen? Das ist ja schon mal gut. Und dann weiß ich aber leider auch noch nicht weiter. Es läuft einfach so durch. Ach, kalt, klitschnass. Den stecke ich mir so nicht mehr in die Hosentasche. Nee, besser nicht. So, nutze den nassen Lappen mit dem Fenster. Hä? Ja, wie gesagt, Wasser könnte eigentlich auch Strom leiten, aber dann muss ja die ganze Zeit ein Wasserfilm sein. Okay, ich bin drin. Und jetzt hin und her und hepp. Ich hab's. Der nasse Lappen liegt über den Kontakten. Und das funktioniert? Na gut, dann machen wir das Fenster auf. Ich bin fast Elektriker geworden. Ich wüsste jetzt nicht, dass das so direkt funktioniert. Ausgezeichnet. Es wurde kein Alarm ausgelöst. Oder es war ein stummer Alarm. So, dann seilen wir uns mal in die Schatzkammer hinab, würde ich sagen. Und ich trinke mal einen kleinen Schluck Kaffee. In Ordnung. Ich sehe niemanden. So, das war gut. Ja, er sieht niemanden und wir Mission Impossible hier. Habe ich nie gesehen, den Film übrigens. Solch ein Versuch wäre zum Scheitern verurteilt. Die Vitrine ist fest mit dem Boden verschraubt und wiegt mehrere hundert Kilogramm. Was ist das da? Eine Kamera? Das Neueste vom Neuen. Es nennt sich Videoüberwachung. Ich habe davon gehört. Die Bilder werden aufgezeichnet und können später auf einem Bildschirm betrachtet werden. So ist es. Im Wachraum werden die Signale von insgesamt drei Kameras aufgezeichnet. Ich habe doch gesagt, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Ich denke, ich habe hier genug gesehen. Aber mich interessiert doch etwas anderes. Niemand bemerkt uns. Puh, in der Tat, puh. Betrachte die Kamera. Die Kamera deckt den gesamten Raum ab. Und ich habe die Maske nicht dabei. Aber du hast den Stoffbeutel dabei. Bleibt zu hoffen, dass Inch den Wächter in der Wachstube ausgeschaltet hat. Wenn nicht, wird er innerhalb kürzester Zeit hier sein, um die Kamera zu überprüfen. Ja. Also los. So, das wäre das Problem. Gelöst. Klettere hinab. Trage die Kamera. Ja, klettere mal hinab. Jetzt oder nie. Genau. Neue Bilder freigeschaltet. Errungenschaft freigeschaltet. Kletterer. Yippie. So, betrachte die Vitrine mit dem Auge der Sphinx. Als Besucher hätte ich nur Augen für den Stein. Als Einbrecher interessiert mich mehr das Panzerglas. Etwa einen Zentimeter dick. Da versagt jeder Glasschneider. Aber kein Diamant. Schneide ein Loch ins Panzerglas. Ah, Diamanten schneiden Glas. Ja. Und auch das Panzerglas ist weicher als der Diamant. Ja. Aber der Diamant ist winzig. Er lässt sich kaum vernünftig greifen und es reicht nicht, wenn ich die Scheibe nur an der Oberfläche ankratze. Okay. Können wir den denn vielleicht hier irgendwie mit irgendwas kombinieren? Mit dem Kaugummi? Klebe den Kaugummi an die Scheibe. Hä? Warum? Ja, mach da erstmal alle Dinger ab am besten. Why? Sollte ich die Vitrine nicht knacken können, so habe ich sie wenigstens verunstaltet. Herzlichen Glückwunsch. Sollte ich. Und jetzt den Diamant, drücke den Diamanten in den Kaugummi. Hä? Ich drücke den Diamanten in den Kaugummi. Die Spitze in Richtung Scheibe. Und jetzt?
Was? Der Kaugummi richtet die Spitze des Diamanten genau auf das Panzerglas. Vielversprechend. Achso, vielleicht jetzt einmal draufhauen. Oder so. In der nächsten Folge werden wir das ausprobieren, was dann passieren wird. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich fürchte fast, die nächste oder übernächste Folge spätestens wird schon das große Finale sein. Ich denke aber, die nächste Folge habe ich so im Urin gehabt heute Morgen. Naja, auf jeden Fall, wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüsschen.